Nennen Sie die Organe der AG. Mein Name ist Marius Ebert. Wir spielen Frage und Antwort. Hier kommt die Frage in Form einer Handlungsaufforderung. Man könnte natürlich auch formulieren, was sind die Organe der AG? Zunächst einmal, die Antwort ist sehr kurz. Ja, es sind drei Organe, deswegen ein bisschen etwas zum Hintergrund. Die AG ist eine juristische Person. Und was ist eine juristische Person? Das ist ein künstlicher Mensch. Sozusagen ein Mensch im Koma, der ohne funktionierende Organe gar nicht selber handeln kann. Das heißt, die Organe sind das, was diese juristische Person braucht, um zu handeln. Ja, die juristische Person braucht Organe, um zu handeln überhaupt. Ja, jetzt kann man sich überlegen, was muss so eine AG tun? Nun, sie muss die Geschäfte führen und sie muss sich nach außen vertreten lassen, vor Gericht und außerhalb des Gerichtes. Und dann hat man schon das erste Organ, ja, aber der Reihe nach. Also AG, Organe und Strukturzahl ist hier 3. Es gibt 3 gesetzliche Organe. Also die AG muss handeln, sie muss die Geschäfte führen, sie muss nach außen vertreten werden und das tut der Vorstand. Der Vorstand selber zieht ein weites Organ nach sich, denn der Vorstand muss nun beaufsichtigt werden und das ist der Aufsichtsrat. Und das dritte Organ ist die Eigentümerversammlung der AG. Das sind die Aktionäre, die in der Hauptversammlung zusammenkommen und dann ist die Hauptversammlung das dritte Organ. Man kürzt ab mit HV. Ja, also eine ziemlich verrückte Sache hier. Das können Tausende, Zehntausende von einzelnen Aktionären sein, die aber so in dieser Form als Einzelperson überhaupt nichts machen können, sondern erst wenn sie zur Hauptversammlung kommen, zusammen mit den anderen. Das ist also das dritte Organ. Gruppendynamisch eine sehr interessante Sache. Ja, aber sprengt natürlich hier den Rahmen dieser Frage. Also das ist die Antwort. Vorstand, Aufsichtsrat, Hauptversammlung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.